Herzlich willkommen, ihr Lieben, von Frieda, meiner Katze, die auch gerade hier dazu gekommen ist und sich da gemütlich gemacht hat. Und mir, Dannys Art, Daniela Binder. Ich möchte dir heute einfach mal was über Materialien erzählen. Und zwar hat eine liebe Zauberfrau auf Instagram mich gefragt, Danny, was brauche ich eigentlich? Ich habe nur den alten Wasserfarbenkasten von meinen Kindern zu Hause und kann aber auch nicht unendlich viel Geld ausgeben. Also was würdest du mir für einen Start empfehlen? Und in meinen Kursen bekommst du immer, wenn du buchst oder auch bevor du buchst, eine Materialliste, wo auch genau drin steht, was wir in den Online-Kursen benötigen. Nichtsdestotrotz lade ich dich heute mal ein und ich werde auch groß keine Marken oder so benennen, weil ich habe eh nichts davon. Ich habe mir alles selber gekauft und möchte dir aber trotzdem so einen kleinen Einblick geben, was ich gerne nutze und was ich häufig nutze. Und in all meinen Blogartikeln, in all meinen Kursen, und es hängt wahrscheinlich allen schon zu den Ohren raus, aber was wirklich, wirklich wichtig ist, nutze gutes Papier. Mixed-Media-Papier. Mindestens 250 Gramm, besser 300 Gramm, vor allem wenn du Aquarell ausprobieren möchtest. Ohne gutes Aquarell oder Mixed-Media-Papier ist der Spaß einfach schon im Vornherein zum Scheitern verurteilt. Also irgendwann habe ich bei, ich glaube, Jane Davenport oder Tamara Laporte etwas von gutem Papier gehört und das war für mich ein riesen Aha-Erlebnis. Ich habe keine Marken hier, versuche es selber rauszufinden, aber bitte achte darauf, dass es Mixed Media ist oder Aquarellpapier. Wenn du Acryl benutzt, kannst du natürlich auch auf Leinwand malen oder auf so glatten Flächen, weil Acryl haftet natürlich auch gut auf glatten Flächen. Du kannst sogar auf Holz malen oder auf Pappe oder so. Aber wenn es dir um Aquarell geht, dann gönn es dir. 10er-Block, 10 Papiere oder vielleicht kannst du mal einzelne, die gibt es auch lose, kaufen. Also ich kann das wirklich nicht oft genug betonen. Genau, und dann der zweite Schritt sind natürlich die Pinsel. Acryl, schau, was dir gefällt. Es steht ja auch in den Geschäften immer daneben, für welche Techniken sind die Pinsel. Kauf dir am Anfang nicht die teuersten. Probier einfach aus, was dir gefällt. Also es gibt die flacheren Pinsel und es gibt die Rundpinsel in verschiedensten Größen. Es gibt Nullerpinsel, die sind so dünn. Ja, die sind wirklich mini, mini. Dann gibt es aber auch die dickeren Pinsel. Mit einem 8er oder 7er bist du gut dabei. Und vor allem jede Firma hat auch hat ein anderes Beispiel für einen 12er Pinsel oder einen 8er. Also hier siehst du einmal einen 10er und einen 12er und die sind sich doch recht ähnlich. Natürlich nicht haargenau, aber doch ziemlich ähnlich. Also geh einfach ins Schreibwarengeschäft. Diese Pinsel sind super zum Beispiel, ja. Und dann gibt es natürlich auch so Schülerpinsel, die benutze ich gerne. Die sind nicht so teuer und du hast auch ewig was davon. Vor allem, wenn du mit Aquarell malst, dann löst du ja eh wieder alle Farbe vom Pinsel ab, indem du es einfach mit Wasser auswäschst. Wenn du Acryl nimmst, dann achte darauf, dass du immer, immer sofort den Pinsel auswäschst, weil ansonsten ist der Pinsel kaputt, sobald es trocken ist. Ölfarbe habe ich mich selber noch nicht mitgespielt, also da kann ich dir leider noch keine Tipps geben. Wenn es soweit ist, sage ich dir Bescheid. Dann geht es zur Farbe. Und zwar gibt es die verschiedensten. Es gibt Tuben, es gibt Näpfchen, es gibt fertige Kästen, wo alle Farben drin sind. Das kann auch super funktionieren. Also den benutze ich gerne. Es gibt auch richtige To-Go-Fächer, die du überall mit hinnehmen kannst. Der ist auch schon ziemlich gebraucht. Also auch da gibt es keine Ausrede, wenn du unterwegs malen willst, gibt es die besten Sachen. Und natürlich, je teurer die Näpfchen, die ganzen Paletten werden, das hat schon seine Berechtigung. Denn es ist einfach viel mehr Pigmentierung in den Farben drin. Du wirst es bemerken, wenn du mit wirklich billigen, günstigen Aquarellkästen malst, wird es nicht dieses leuchtende und nicht diese starke Pigmentierung geben. Wobei natürlich auch jede einzelne Farbe unterschiedliche Pigmentierungen hat. Ich mag am liebsten Näpfchen. Die kann man sich halt hier so auch aussuchen. Du kannst dir einen leeren Kasten besorgen. Ich sage ja auch immer meinen Künstlerinnen, nimm dir vielleicht
später. Also fang mit weniger Farben an, aber die gefallen dir wirklich, als wenn du einen Kasten mit 1000 Farben hast, aber da sind die Töne nicht so in deinem Style. Ja, also meine Malkurse sind dafür da, dass du auch deine spezielle Farbpalette findest und entwickelst und merkst, okay, bei der Farbe könnte ich ganze Bilder voll malen, immer wieder mit Gelb oder Orange oder Türkis. Alles, was dir richtig Freude macht, das ist das Gute. Dann gibt es natürlich, wenn du Acryl nimmst, auch die verschiedensten Firmen. Dann gibt es Aquarellstifte, die kannst du benutzen. Das ist auch oft fürs Handlettering, wird das oft genutzt, wo es so zwei Spitzen gibt. Und auch da, die sind oft nicht günstig. Also kauf dir vielleicht zwei oder drei, nicht direkt so ein Zehnerpack und schau mal, ob dir das gefällt, ob es dir Spaß macht damit. Und du wirst es wirklich rausfinden. Dann gibt es noch Aquarellstifte. Da habe ich gar nicht mal so eine tolle Qualität. Also mir geht es oft darum, ich male lieber mit Aquarellstiften, wenn ich zeichne, damit ich die später wieder anlösen kann. Und lieber als ein Bleistift und radieren. Ich habe mir das abgewöhnt, dass ich mir immer so akkurat alles vorzeichne. Ich möchte freier sein. Und deswegen sind Aquarellstifte ganz gut dafür geeignet, weil du kannst dir nachher alles mit dem Pinsel und Wasser wieder anlösen. Das mag ich sehr, sehr gerne. Dann noch normale Stifte, Buntstifte, die man nicht anlösen kann. Was ich immer habe, ist ein Acrylstift, einen weißen Acrylstift. Da gibt es auch die verschiedensten Firmen, einen schmalen oder einen dickeren, je nachdem. Also wenn du sehr detailliert, zum Beispiel bei Gesichtern, die Augen betonen möchtest, ist das ein super Stift. Und natürlich schwarze Feinliner für ein bisschen Konturen und ein bisschen so Detailarbeit. Ich nenne das immer Schmusen, mit dem Bild Schmusen zum Schluss. Ja, damit kannst du einfach schon tolle Ergebnisse erzielen. Und also eine meiner größten Leidenschaften sind die Art Journals. Ich bastel die selber. Es gibt auch einen Kurs dazu, Art Journaling Kurs. Den gibt es immer zweimal im Jahr, wo ich die Künstlerinnen begleite durch die Zeit. Und da ist immer Bestandteil mein Art Journal. Also ich habe inzwischen, ich glaube, 20 Stück oder mehr. Und ich liebe es, da drin zu malen und immer wieder Neues auszuprobieren. Und ja, ich lade dich echt ein. Es ist ein bisschen wie Tagebuch schreiben früher. Und jetzt können wir malen und lettern und unsere Geheimnisse dort aufbewahren. Und nur du weißt, was drin ist. Ja, du siehst meine Augen strahlen. Ich bin total happy und freue mich, dir einen ganz mini kleinen Einblick gegeben zu haben zwischen den unterschiedlichsten Sachen. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir einfach oder komm auch nach zu Instagram oder melde dich bei meinem Newsletter an. Mach's gut, bis bald. Tschüss.